Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind auf Macmillan, weil sich das ein Mate gewünscht hat. Und gegebenenfalls haben wir einen Mori dabei. Zumindest war die letzte Opfergabe verdeckt. Das könnte natürlich die vom Killer gewesen sein. Wir schauen mal. Und ich weiß nicht, was mit meinem OBS los ist. Es ist gerade der dritte Versuch, eine Folge DVD aufzunehmen, weil OBS jedes... Von da kommt. Ja, cool. Danke, dass du mich geblockt hast. Jedes Mal meckert er wegen überlasteter Codierung. Ich habe keine Ahnung. Die Grafikkarte ist geupdatet. Ich habe nichts umgestellt im Vergleich zu vor 2 Wochen. Ja. Seit neuestem meckert OBS wieder rum. Und es ist echt frustrierend. Weißt du, die hat eine Taschenlampe. Aber anstatt zu blenden, klickert sie hier rum. Wow. Er hat Pop. Der campt. Aber ich an seiner Stelle würde auch campen, wenn hier alle auf einem Haufen rumrennen. So. Wir gehen mal weg dort aus dem Kriegsgebiet. Und da wir ja nicht die Naked Challenge spielen, kann ich mich auch heilen. Ist ja cool, wenn Jonathan da drin mal den ersten General machen würde. Hier ist doch Jonathan, oder? Ich frage das jedes Mal. Ich glaube, ja. Jonathan. Jonathan. Er ist aber noch am Haken. Au. Das wird nichts, Fang. Ich glaube, du liegst gleich. Was auch immer du da tust. Oder so. Ich glaube, der nächste liegt gleich. Oder die. Ist ja selber aufgestanden. Oder es gibt auch so einen Perk, dass entweder wenn ein Fluch auf dich wirkt von Cheryl und du stehst auf, hast du Borrowed Time als Kondition. Aber gab es nicht auch noch so ein ähnliches Talent, dass wenn ich jemand anderen heilen würde, dass wir dann, oder dass derjenige dann einen Hit einstecken könnte? Oder ist er aufgestanden und hat sich eine Blutstillungsspritze gedrückt? Oder wie kam diese Kondition der tiefen Wunde gerade auf ihn? Das Ding ist halt, solange Ghostface dort vorne rumrennt, kriegen wir dort in der Ecke keine Generatoren gemacht. Das heißt, er sorgt durch sein Campen automatisch dafür, dass wir eine richtig dumme Generatorenkombination schaffen. Im Gebäude... Hier im Gebäude ist an, der links neben mir ist noch nicht an, ne?
Weil ich sagen muss, das ist immer... Ich weiß nicht. Ich halte mich jetzt dort raus. Ihr merkt es schon, aber ich habe keine Lust, den Killer zu füttern mit Hooks, wenn er am Haken rumläuft. Weil er war schon wieder am Haken. Jonathan ist runtergekommen. Ja, und Feng wurde verletzt. Okay. Letzter Gen. Ich hoffe, der Terrorradius ist weg. Weil er weggegangen ist und nicht, weil er hier irgendwo lautlos stalkt. Aber hat ein Ghostface Nöd? Ist das so ein Ding? Machen das Ghostfaces? Rein theoretisch dürfte ich nicht weiter gestalkt sein. Ich habe keine Geline. Passt auf, Leute, ihr müsst. Ihr habt doch bestimmt Geline. Blendung wäre meine einzige Rettung gewesen. Ja, nice. Ohne Geline. Macht richtig Sinn. Ist er, Leute? Und deswegen gehe ich raus. Deswegen gehe ich raus, verdammte Axt, nochmal. Als ob der mich rauslässt.
Och Mann. Aufgehoben bis zum Schluss. Die funktionierende Blendung. Wobei ich sagen muss, dass der Winkel echt unangenehm war für den Killer. Weil sie stand rechts neben ihm. Ich kenne das als Killer, wenn du geblendet wirst, obwohl du denjenigen mit der Taschenlampe nicht mal siehst, weil er in so einem komischen Winkel neben dir steht. Okay, ich verlasse diese Lobby, weil ich nicht weiß, was die da schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich dachte, ich bin tot und das habt ihr gemerkt und es hätte mich echt genervt, dass ich da draufgegangen wäre. Für die anderen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bye bye. Tschüss.